So, und jetzt werden wir ein bisschen mit solchen Permutationen rechnen, haben wir jetzt ja schon angefangen, und dabei eine neue Schreibweise entwickeln, die wesentlich platzsparender ist als die, die wir jetzt haben. Und das ist auch das, von dem ich am Anfang sagte, dass man dann auch gut als Technik in Programmen mal einsetzen kann. Ich fange mal an mit vier Beispielpermutationen, die uns jetzt ein bisschen begleiten werden, die sich alle in S4 abspielen. Das sind auf jeden Fall alles verschiedene Permutationen, wenn ich mich nicht verschrieben habe. Vier verschiedene. Und wir werden auch gleich sehen, dass die sich auch noch mit einer anderen Sache auf eine mehr oder weniger grundsätzliche Art und Weise unterscheiden. Und zwar werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir überlegen uns immer, was passiert mit der 1? Und zwar nicht nur, was direkt mit der 1 passiert, das steht ja hier immer. Hier geht zum Beispiel die 1 auf die 3 und hier geht die 1 auf die 1. Sondern wir fragen uns, wenn ich diese jeweilige Permutation mehrfach nacheinander ausführen würde, was würde dann mit der 1 passieren? Fangen wir mal hier oben an mit dem A. Wenn ich die Abbildung A ausführe, dann wird die 1 auf die 3 abgebildet. Das steht ja hier. Und wenn ich das nochmal mache, dann wird die 3 auf die 2 abgebildet. Und wenn ich das nochmal mache, dann wird die 2 auf die 4 abgebildet. Und wenn ich das nochmal mache, dann wird die 4 auf die 1 abgebildet. Und dann bin ich da, wo ich schon mal war. Also wenn ich jetzt weitermachen würde, würde sich alles nur noch wiederholen. Die 1 auf die 3, die 3 auf die 2, die 2 auf die 4, die 4 auf die 1 und dann wieder von vorne. Das ist das, was bei der Abbildung A passiert. Da segle ich durch alle Möglichkeiten einmal durch und dann waren sie alle dran. Wie ist das bei B? Die 1 wird auf die 3 abgebildet. Die 3 wird auf die 2 abgebildet. Die 2 wird auf die 1 abgebildet und ich bin wieder am Anfang. Die arme 4 ist gar nicht dran gekommen. Aber ich habe die 4 bleibt sowieso da, wo sie ist und hier habe ich wieder so einen Kreis. Später werden wir das Zyklus nennen, was hier jetzt passiert ist. Ist ja auch klar, weil dann hier es immer so kreisförmig weitergeht. Und wir können jetzt nochmal gucken, was in den Fällen von C und D passiert. Bei C haben wir die Situation vorliegen, die 1 geht auf die 3 und die 3 geht auf die 1. Also haben wir hier auch wieder einen noch kleineren Zyklus vorliegen. Ja? Also hier sind 4 und 2 ausgenommen von unserem Zyklus. Und der letzte Fall ist ein ganz simpler. Da geht die 1 direkt auf die 1. Also da habe ich quasi sowas hier. Da dreht sich alles immer einfach im Kreis. Die 1 geht immer auf sich selbst. Ja? Das sind so verschiedene Dinge, die passieren können. Ich kann mir eine Zahl rausgreifen. Ich habe jetzt hier immer die 1 genommen, aber ich hätte natürlich auch eine andere nehmen können. Und quasi die auf ihrer Reise durch die Permutation beobachten. Ich habe immer nur eine einzige Permutation genommen und geguckt, was mit dieser einen Zahl passiert. Und das, was damit passiert, nennt man einen Zyklus. Und dafür gibt es eine Schreibweise. Man schreibt dann diesen Zyklus hier zum Beispiel auf in folgender Form 1, 3, 2, 4. Und dann macht man die Klammer zu, womit gemeint ist, danach geht es von vorne wieder los. Dieses Ding hier werden wir in Zukunft so schreiben. Diesen Zyklus. 1, 3, 2, 4. Und dieses Ding werden wir in Zukunft so schreiben. 1, 3, 2. Weil es danach wieder mit 1 losgehen soll. Und hierfür werden wir das schreiben in Zukunft. 1, 3. Hierfür sage ich Ihnen noch nicht, was wir dafür schreiben werden, weil das im gewissen Sinne ein Sonderfall ist. Aber wenn wir so eine zyklische Wiederholung haben, wie wir sie hier gesehen haben, dann können wir quasi diesen Zyklus immer so hinschreiben in dieser Form. Wir nennen das Zyklus und schreiben das so hin.